Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnete, liebe Gäste. Die Brandenburger Verwaltungsgerichte sind überlastet. Wer es nicht glaubt, hätte sich bei der großen Richterdemonstration vor dem Fortuna-Portal neulich überzeugen lassen können. Der Mangel an Richtern ist eklatant, besonders beim Verwaltungsgericht Cottbus, wie uns der Präsident des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg plastisch erzählte. Und er hat dies ja im Rechtsausschuss auch gesagt, dass es da die Fälle der Altanliegerbeiträge gibt. Dadurch gibt es unerträgliche Wartezeiten und die gehören nun mal zur Tagesordnung bei den Verwaltungsgerichten. Mit einer Änderung des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg in Sachen Musterverfahren könnten die erstinstanzlichen Verwaltungsgerichte über die gleichgelagerten Fälle in einem einheitlichen Rechtszug entscheiden. Viel wertvolle Zeit würde gewonnen und Geld dem Bürger erspart werden. Das ist im Grunde genommen auch die Kritik, die Herr Schröder hier anführte, weil letztendlich jeder Einzelne muss klagen und für jeden kostet es Geld. Dadurch würde man auch eine Effizienzsteigerung und eine Entlastung der Verwaltungsgerichtsbarkeit in Brandenburg erreichen. Ganz offensichtlich wollen ein paar Polemiker, wie in dem Prignitzer von gestern entnehmen kann, unseren Antrag konterkarieren. Da wird unterstellt, wir würden nur mit dem Querverweis auf die Asylpolitik Altanschließer instrumentalisieren. Meine Damen und Herren, wie paranoid muss man denn sein, um hier eine böse Absicht zu wittern? Durch unseren Antrag werden doch gerade die Verwaltungsgerichte entlastet. Und damit ist den Altanschließern gedient. Ich sage das ganz offen, um auf diese Intrigennetze bestimmter parteipolitischer Erblindeter hinzuweisen. Es geht uns um eine arbeitsfähige Justiz und um nicht mehr. Auch die Bürgerinitiative Sonnenwalde aus dem Landkreis Elbe-Elster hat unter anderem unserem Antrag unterstützt und findet ihn gut. Und ähnliche Rechtsunsicherheiten und verzweifelte Bürger gibt es überall im Land. Etwa auch beim Trink- und Abwasserverband oder Bruch Barnim. Die Einführung der Musterverfahren würde so vieles klären. Einen zielgleichen Gesetzesentwurf wie von der CDU, der ja von der Sache her optimal ist, blieb die rot-rote Regierung bisher schuldig. Hätten wir also unsere Justiz entlasten wollen, dann müsste man jetzt zu diesen Musterverfahren greifen. Und wenn man sich dann nochmal in Bayern mit den jeweils dort Verwaltungsrichtern spricht, unter anderem bei dem Münchner Verwaltungsgerichtshof, die ja durch die Einführung von Musterverfahren durchweg gute Erfahrungen gemacht haben, ebenso auch in Mecklenburg-Vorpommern. Das Oberverwaltungsgericht in Mecklenburg-Vorpommern hat von der Einführung der Musterverfahren dreimal so viel Zeit zur Bewältigung einzelner Vorgänge gebraucht. Eines muss bei der Debatte um Pflicht oder Nichtpflicht einer Musterklage noch einmal hier deutlich hervorgehoben werden. Wir wollen nicht die Kommunen zu Musterklagen verpflichten, wir wollen den Gesetzgeber zu Musterverfahren verpflichten, und zwar dort, wo es von den Bürgern auch gewünscht wird. Vielen Dank.